Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal auch pünktlich am Freitag. Heute möchte ich euch die Doppelstäbchen und die Dreifachstäbchen zeigen. Die gehen eigentlich nicht viel anders wie die ganzen Stäbchen oder die halben Stäbchen. Und zu beachten ist eigentlich auch nichts anderes wie bei den ganzen Stäbchen. Nur dass halt die Wendeluftmaschen mehr sind und ihr mehr Luftmaschen braucht bei der Luftmaschenkette. Aber ansonsten gibt es da nicht viel. Ich habe schon mal meine Luftmaschenkette vorbereitet. Diesmal sind es 13 Luftmaschen. Die erste natürlich wieder nicht mitgezählt. Wir fangen mit den Doppelstäbchen an. Und dafür müssen wir dann in die fünfte Luftmasche ab der Nadel einstechen. Und für das Doppelstäbchen brauchen wir jetzt zwei Umschläge auf der Nadel. Dann fahren wir durch die Luftmasche, holen den Faden und dann haben wir vier Maschen auf der Nadel. Und jetzt holen wir den Faden, ziehen ihn durch die ersten zwei durch. Dann holen wir den Faden wieder, ziehen ihn durch die zweiten zwei durch. Und dann holen wir nochmal und ziehen ihn durch die letzten beiden durch. So haben wir dann das erste Stäbchen. Und das nächste. Also doppelter Umschlag. Faden holen. Vier Maschen auf der Nadel. Faden holen. Durch die ersten zwei. Faden holen. Durch die nächsten zwei. Und Faden holen durch die letzten zwei. Und so machen wir das bis zum Ende der Reihe. Jetzt war ich falsch, jetzt war ich schon wieder beim einfachen Stäbchen. Kommen noch die letzten beiden. Gerade also beim Häkeln sind die Doppelstäbchen fast meine liebsten Maschen, um einen Schal zum Häkeln. Weil ich finde, da wird da gerade richtig, da sind die Löcher noch nicht so groß, also hier zwischendrin. Oder noch nicht ganz so groß. Und er ist schön, schön locker, fällt schön. Bei den Dreifachstäbchen, da ist mir das schon fast wieder zu lang. Und die Stäbchen, ja, die sind auch gut für den Schal, aber es kommt auch immer auf die Dicke der Wolle an, was man macht. So, wir haben jetzt die Reihe fertig. Wir haben jetzt hier 10 Doppelstäbchen.
Um die nächste Reihe draufzusetzen, braucht ihr 4 Wendeluftmaschen. Also 1, 2, 3, hoppala, 4. Und auch hier gilt wieder, wie bei den ganzen Stäbchen, der erste Zwischenraum wird ausgelassen. Also wir stechen erst wieder in den nächsten ein. So, das machen wir jetzt auch wieder bis zum Ende. Und das letzte Doppelstäbchen wird wieder hier in die letzte der Wendeluftmaschen eingehäkelt. So, jetzt sind wir fast fertig. Es fehlen nur noch 2 Doppelstäbchen. Ihr müsst darauf achten, das hier ist erst die Nummer 9. Das habe ich euch, glaube ich, bei den ganzen Stäbchen auch schon gesagt. Hier ist noch die Nummer 9. Und erst hier fängt die Wendeluftmaschen an. Also fangen die Wendeluftmaschen an. Also müssen wir hier noch 2 Doppelstäbchen machen. Einmal. Und dann in die Wendeluftmasche, die oberste. So, und dann haben wir unsere nächste Stäbchenreihe mit 10 Stäbchen. Entschuldigung. So, und die Dreifachstäbchen, die gehen im Prinzip genauso. Nur für die Dreifachstäbchen brauchen wir jetzt 5 Wendeluftmaschen. Bei der Luftmaschenkette brauchen wir dann natürlich auch eine Luftmasche mehr, also 14 Luftmaschen. Beim Dreifachstäbchen brauchen wir 3 Umschläge auf der Nadel. Natürlich würde ich die erste auslassen hier. In die nächste rein, Faden holen. Jetzt haben wir 5 Maschen auf der Nadel. Und dann das gleiche Prinzip wie beim Doppelstäbchen. Durch die ersten 2. Durch die zweiten 2, wenn es durchgeht, dann durch die dritten 2, so. Und durch die letzten 2, so. Und das wiederholen wir jetzt, 2, 3, 3 Umschläge, Faden holen, durch die ersten 2, durch die zweiten 2, durch die dritten 2. Also heute habe ich es nicht mit der Kamera, tut mir leid. Und durch die letzten 2. Die Kamera ist heute nicht mein Freund. Und das machen wir jetzt auch wieder bis zum Ende. Also 1, 2, 3. Einmal. Ihr könnt euch das ruhig so halten, dass ihr nur hier so... Könnt ihr euch das so festhalten? Die nächsten 2. Durch die nächsten 2. Und durch die letzten 2. 1, 2, 3. Jetzt haben wir noch 4 Stück. 1, 2, 3 und 4.
Also ich persönlich benutze eigentlich Doppelstäbchen und Dreifachstäbchen so gut wie nie. Außer wie gesagt, ich häkel mal einen Schal. Meistens stricke ich Schals. Vielleicht kommen demnächst auch ein paar Strickvideos. Wir werden sehen. Vorletzte. Nicht durch die letzte. So. Ein bisschen Wolle holen. Und jetzt kommt die letzte durch die oberste Wendeluftmasche. Zwei, vier und schon haben wir die Reihe fertig. So, können wir das wieder ab durchziehen. So, das ist jetzt, dass es so schief ist, ist relativ normal. Weil die Stäbchen meistens in die Richtung gehen, in die man häkelt. So, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir hier unsere festen Maschen. Ah, na Quatsch, da haben wir die festen Maschen. Jetzt können wir mal vergleichen. Also hier haben wir die festen Maschen, die sind relativ dicht und fest. Gerade wenn ihr Kissen oder sowas macht, sind feste Maschen eigentlich ganz prima. Es gibt auch noch verschiedene Techniken, die zeige ich euch auch noch. Dann haben wir halbe Stäbchen und ganze Stäbchen. Ihr merkt schon, das wird geschmeidiger, sage ich jetzt mal. Hier haben wir das gleiche nochmal. Und am geschmeidigsten sind natürlich die Riesenstäbchen. So, und hier habe ich auch noch schnell einen Schal aus Doppelstäbchen. Wie ihr seht, der ist richtig schön. Der fällt auch, ist nicht steif. Also mit Doppelstäbchen kann man schöne Sachen machen. Schöne Schals. Ist auch ganz kuschelig. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch alles richtig erklären. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es doch drunter, lasst mir ein Däumchen da oder auch ein kostenloses Abo. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!